Liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und diejenigen, die noch nicht wissen, was sie mal werden wollen, herzlich willkommen zu einer Sparausgabe des Dr. Disch Magazins. Sparen deswegen, wir sind nur zu zweit, ja. Der Rudi Loderbauer. Wo ist die Nathalie? Die Weiblichkeit fehlt, weder die Kinga noch die Nathalie. Die haben den ihnen zustehenden Jahresurlaub von 4 Tagen genommen. alles auf einmal. Alles auf einmal, das ist ein bisschen bitter. Aber wir halten die Stellung, oder Christian? Wir versuchen es. Es kocht allerdings keiner Kaffee oder bei dir Tee viel mehr. Ne? Stimmt, ja, da müssen wir irgendwie noch eine Lösung finden, glaube ich. Aber wir haben in der Zwischenzeit schöne Geräte in dieser leicht verspäteten Sommerausgabe mit dabei. Zum Beispiel das hier. So eine No-Name-Box. Da ist noch überhaupt keine, man sieht noch überhaupt kein Logo oder irgendwas. Mhm. Das ist eine Vorab-Box. Was die kann, dazu gibt es nachher mehr. Dann hast du was. Die kann auch nachher mehr und ja. Die kann auch nachher mehr. Genau. Okay. Das sehen Sie heute im Dr. Disch Magazin. Neutrino HD im Praxistest auf der Coolstream Trinity. Kleiner Kasten mit riesen Bandbreite. Der Hack RF One. SAT-DXer aus ganz Europa treffen sich im brandenburgischen Tröbitz. Erste DVB-T2 Standalone-Box ist da. Alles ist vernetzt, wie Smart Home aussehen kann. Soweit ich mich jetzt gut erinnere, hat der George als erstes den Coolstream genannt. Und das ist er, glaube ich. Das ist er, ja. Hochstehend, was kann der? Das ist schon mal schön, oder? Mal was anderes. Ja, ja, kann der Bücher schreiben. Für die Regale, die ein bisschen knapp sind oder im Bücherschrank. IKEA. Kann übrigens auch versteckt aufgestellt werden, hat nämlich hier einen IR-Anschluss. Achso, der von hinten nach vorne geführt wird? Ja, genau. Also du kannst ihn auch ins Regal irgendwo oder in die Schublade oder gut verstecken. Neutrino HD mal wieder als Betriebssystem. Mhm. Einmal mehr, auch das ein schönes, offenes System, Linux-basiert natürlich. Mhm. Was die Coolstream Trinity alles kann, das sehen wir jetzt. Klein, kompakt und mit einer besonderen Aufstellvariante kommt die Coolstream Trinity daher. Auch diese Set-Top-Box läuft wie zum Beispiel die C2 mit Linux bzw. Neutrino HD als Betriebssystem. Der sehr edle Receiver kann klassisch aufgestellt werden oder, um noch mehr Platz zu sparen, sogar quer. Die Standhalterung dafür liegt bereits bei. An der Vorderseite sind eine Power-LED sowie ein USB-Port vorhanden. Auf der rechten Seite befindet sich ein Kartenleser. Die Rückseite ist sehr reichhaltig ausgestattet. Von links nach rechts sehen wir zunächst einen optischen SPDIF-Toslink-Ausgang und eine IR-Buchse, um den Receiver auch versteckt aufzustellen, gefolgt vom Tuner mit einer Durchschleiffunktion. Für analoge, etwas ältere TV-Geräte hat Trinity sogar noch einen SCART-Ausgang. HDMI für den topmodernen Flachbildschirm darf aber ebenso wenig fehlen wie ein RJ11-Modem-Anschluss. Des Weiteren gibt es einen seriellen RS-232-Port und eSATA für eine externe Festplatte. Eine solche kann aber natürlich auch an einem weiteren USB-Port angeschlossen werden. Schnelles Internet per LAN-Einbindung und ein praktischer Netzschalter bilden den Abschluss der Rückseite. Bei der Erstinstallation sind sofort sämtliche Bouquets vorhanden und es kann schnell und flüssig durch das Menü navigiert werden. Die Umschaltzeiten zwischen den Programmen sind erfreulicherweise sehr kurz. Neutrino HD bietet viele Möglichkeiten dank einer sehr aktiven Community, die regelmäßig neue Erweiterungen zur Verfügung stellt. So kann beispielsweise der Konax-Kartenleser zu einem Multikartenleser erweitert werden. Das Hauptmenü ist übersichtlich und leicht bedienbar. Die Farbtasten der Fernbedienung sind hier wichtig. Mit der roten Taste wird die Übersicht der Aufnahmen angezeigt. Natürlich sollte dazu eine externe Festplatte angeschlossen sein. Mit der grünen Taste öffnet sich die Bouquet-Verwaltung. Für die unterschiedlichen Anbieter auf Astra sind bereits Programmordner vorhanden. Natürlich können auch eigene Favoriten-Bouquets hinzugefügt werden. Die gelbe Taste steht für die Timerliste. Hier wird die Lieblingssendung vorprogrammiert. Alternativ ist das aber auch über den gelungenen EPG möglich. Bleibt noch die blaue Taste. Diese bringt Multimedia-Inhalte auf die Box bzw. den Flachbildschirm.
Ob Video- oder Audiodateien, beispielsweise von einer externen Festplatte oder einem USB-Stick, YouTube-Inhalte oder Internetradiosender. Obendrein gibt es die Mediatheken der ARD-Anstalten mit ihren diversen Programmen. Wir gehen zurück in das Hauptmenü und da in die Einstellungen. Hier wird die Netzwerkeinbindung überprüft oder der Energieverbrauch des Receivers gesteuert. Beispielsweise nach wie vielen Minuten der Inaktivität sich die Coolstream Trinity von selbst ausschalten soll. Eine Aufnahme ist über die Timer-Programmierung oder ganz einfach direkt möglich. Mal eben das laufende Programm anhalten, mit Timeshift kein Problem. Das funktioniert hervorragend, eine externe Festplatte muss jedoch angeschlossen sein. Insgesamt ist die Coolstream Trinity eine leistungsstarke, aber dennoch sehr kompakte Set-Top-Box auf Linux-Basis mit Neutrino-HD-Oberfläche. Das Gerät ist besonders empfehlenswert, weil es zu einem sehr günstigen Einstiegspreis das gesamte Spektrum eines perfekt erweiterbaren Systems bietet. Ein offenes System, dieses Neutrino HD, Linux-basierend. Du hast noch ein offeneres System, Christian, ist, frequenzmäßig, oder? Nee, nicht nur das. Nicht es nur ist das. Auch Open Source, das ganze Hard- und Software. Also es fällt ein bisschen aus der Rolle. Das ist der HackRF1. Mhm. Sie alle kennen aus unseren alten Sendungen die USB-Sticks, DVB-T, die wir nutzen können, um einen Empfänger zu basteln mit einem einfachen Stück Software, nämlich nur der bis rund 2000 MHz läuft. Die hatten immer einen Nachteil und haben immer einen Nachteil. Sie sind nicht sehr frequenzstabil. Die Frequenz ist auch nicht sehr genau bei der Einstellung. Man muss dann korrigieren, also innerhalb der Bänder auch nochmal. Also ein paar kleine Hindernisse für 20 Euro muss es ja nochmal geben. Für rund 300 Euro mehr gibt es diesen HackRF1. Und der läuft von 10 MHz, also Kurzwelle, bis 6 GHz, 6000 MHz. Das kriegt man normalerweise nur bei Empfängern, die so rund um die 5000 Euro liegen. Und wir haben damit mal rumgespielt mit dem Ding. Was überrascht hat, ist die Frequenzstabilität und die Genauigkeit. Was man sonst mit dem Ding noch anstellen kann und eine ganze Menge mehr, das sagen wir nachher gleich nach dem Film, das sehen Sie erstmal jetzt. Der HackRF1 ist das erfolgreiche Ergebnis einer Crowdfunding-Aktion. Herausgekommen ist ein Breitbandreceiver nach dem SDR-Prinzip, der einen Frequenzbereich von 10 bis 6000 MHz bzw. 6 GHz überstreicht. Für vergleichbare Hardware-Empfänger muss man schon mal zwischen 3000 und 5000 Euro auf den Tisch legen. Beim HackRF1 reichen rund 300 Euro. Die SDR-Software gibt es gratis im Internet. Der nur handtellergroße HackRF1 kommt sicher verpackt in einer ansprechenden Box. Beigelegt wurde eine kleine ausziehbare Stabantenne, die je nach Länge verschiedene Frequenzbereiche bedient. Gut für erste Empfangsversuche starker Sender, jedoch nicht geeignet für den seriösen Betrieb. Die Verbindung zum PC erfolgt über ein USB-Kabel. Der PC übernimmt auch die Stromversorgung. Auf der einen Seite finden wir den Antenneneingang, die Reset-Taste und einige Status-LEDs. Auf der anderen Seite befinden sich die Clock-Ein- und Ausgänge und der USB-Port. Die Installation ist denkbar einfach. Über das Programm ZADIC werden die passenden Treiber installiert. Als Software wurde SDR-Radio genutzt. Die Software erkennt den HackRF und durch einen Mausklick wird er aktiviert. Vorausgesetzt, die passenden Antennen sind installiert, bietet sich nun ein breites Spektrum von Empfangsmöglichkeiten an. Kurzwelle, FM-Radio, Flugfunk, das 2 Meter Amateurfunkband, die militärischen Satelliten samt der illegalen Piraten, das 70 cm Amateurfunkband, GSM, die WLAN-Frequenzen, die Raumfahrtkommunikation und vieles mehr. Alle bekannten Modulationsarten stehen zur Verfügung und natürlich auch die benötigten Filterschaltungen. Signale können für die weitere Analyse aufgezeichnet werden. Und wer die Signale umlaufender Satelliten empfangen möchte, dem steht ein Satellitenberechnungsprogramm zur Verfügung. In unserem Beispiel haben wir die internationale Raumstation ISS gewählt. Lizenzierte Funkamateure werden sich freuen,
Der Hack RF1 arbeitet im Halbduplex-Verfahren auch als Sender. Während die 20 Euro USB-Sticks im Frequenzbereich begrenzt sind, mit starken Frequenzabweichungen aufwarten und instabil sind, zeichnet sich der Hack RF1 durch hohe Frequenzstabilität und einen enormen Empfangsbereich aus. Im deutschsprachigen Raum wird der Hack RF1 über www.vimo.de vertrieben. Es gibt inzwischen zahlreiche Hack RF-Projekte und wir werden auch darüber berichten. Okay, das klingt jetzt schon mal sehr gut, aber da geht noch mehr mit dem Ding, oder? Da geht eine ganze Menge mehr, weil es ja Open Source ist. Ja. Tun da einige Leute was und ich habe so verschiedene Sachen zwischen böse und nicht so böse entdeckt. Also GSM, ja, da geht einiges, sollte man wohl nicht so öffentlich machen. Das System zeigt alle auch an, wie gefährlich der Kilos K-Key ist, das heißt drücken. Wie gefährlich das sein kann, nämlich das empfängt er auch und zeichnet es auf. Es gibt aber viele gute, interessante Projekte. Wir werden im Laufe der Zeit immer mal wieder ein Projekt vorstellen zum Hack RF1. Das heißt mit den Car-Keys, was kann ich da machen? Mal eben das Auto blockieren oder wie, dass ich nichts aufsperren kann? Oder das was? Wieder zumachen, wieder aufmachen. Irgendjemand hat es ausprobiert. Die senden ja, die Dinger. Ja. Also jetzt haben wir beim Nissan 315 MHz. Stellt man dann ein, hat das Signal und die Software, die es hierzu gibt, die ist kostenlos, da kann man ja auch aufzeichnen. Und da zeichnet man das auf, das Ganze. Und nachdem dieses Ding ja nicht nur ein Empfänger ist, sondern auch ein Sender ist, Low Power, kann er das Signal zurücksenden und schon macht das Auto. Auf dem Parkplatz irgendwo positionieren in der Nähe, oder? Das ist schon ein bisschen gefährlicher. Okay. Ja. Aber dafür ist er ja nicht gebaut worden. Es ist wirklich ein reiner Empfänger. Nur es entwickeln sich da immer mehr Möglichkeiten. Also jetzt wird er ja noch benutzt mit dem PC, besser mit dem Laptop in dem Fall. Aber es ist schon jemand da, der hat auf dieses Ding aufgebaut, jetzt nochmal so eine Schicht hier oben. Das kann man alles, wenn man das Gehäuse wegnimmt. Mhm. Und da hat er praktisch den kompletten PC oben nochmal drauf mit einem kleinen Display, sodass man also hier an dem Ding so das direkt machen kann. Eingeben kann. Ja, die Antenne kommt hier noch dran, Stromversorgung ist damit drin irgendwie und dann geht das auch. Gibt es da auch eine große Community mittlerweile wahrscheinlich? Die wächst und wächst, ja, ist eine recht große. Ja. Das war mal ein wie heißen die Systeme im Internet, die Geldbeschaffungssysteme. Oh, ach so. Crowdfunding. Ja, Crowdfunding-System, da ist ein Haufen Geld zusammengekommen und dann kam das Ding auf den Markt. Darauf hat das angefangen? Ja. Okay. Diese Scott, wie heißt der Mensch, der hat es entwickelt. Aha. Und ja, daraus ist es dann geworden. Und für den Preis ja wirklich. Ja, wenn man denkt, was ein Hardware-Stück kostet. Ja. Sicher, die haben bessere Filter, das wissen wir auch. Aber trotzdem, also wir haben es ja mal probiert, wie weit wir da kommen, was wir hören können, abhängig von der Antenne immer. Mhm. Aber das ist schon richtig schön. Also die Community wächst, die Community der SatXer, die ist auch noch da, eine eingeschworene Community, da, ne? Nach vielen Jahren. Und einmal im Jahr, da treffen sich die im brandenburgischen Tröbitz. Wir werden gleich drüber sprechen. Noch schneller, noch besser. Der GigaBlue HD Quad Plus. Im edlen Design, erhältlich in Schwarz und Weiß. Mit bis zu 4 Tunern für Satellit, Kabel und DVB-T-Empfang. Dual Core mit 2x1300 MHz, Linux-basierend. Dazu hunderte Plugins, volle Gigabit-Netzwerkfähigkeit bis zu 1000 Mbps. 4x USB, 2 Smartcard-Reader und ein farbiges TFT-Display mit Wiedergabe des TV-Programms. Der GigaBlue HD Quad Plus. Zum gigantisch guten Preis. Jetzt im Fachhandel erhältlich. Ihr Online-Shop im Internet. Satkontor.de. Alle Top-Receiver-Marken super günstig. VU Plus, Dream Multimedia, GigaBlue, Ferguson, Golden Media, X-Trend und viele mehr. Dazu perfekter Service und kompetente Beratung garantiert. 10 Jahre Erfahrung und über 80.000 zufriedene Kunden. Ihr zertifizierter Online-Markenshop. www.satkontor.de. So, und jetzt gehen wir, glaube ich, nach Tröbitz. Waren wir da? Nö, wir waren da nicht. Da waren wir mal, vor ein paar Jahren. Ich glaube schon wieder vor einem Jahr, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, ja.
Genau, die Sattel. Aber dieser Film kommt jetzt woanders her, nicht von uns. Oder? Der genau, der wurde uns zur Verfügung gestellt von den netten Kollegen vom Lokalfernsehen dort. Und da wurde auch dieses Jahr wieder gebastelt. Die Satte Xer haben sich wieder getroffen beim Sattshop 24 beim Rainer Schulz. Sind anscheinend alle aus Deutschland, die da nochmal zusammenkommen. Ja, und sogar darüber hinaus, glaube ich. Also ja. ganz Europa Aha. ist da am Basteln. Und ich glaube, vielleicht, wenn wir es packen nächstes Jahr. Ja, wenn ich eine Aufenthaltsgenehmigung bekomme, schon. Jetzt schon frühzeitig beantragen. Gut. Was dieses Jahr gebastelt wurde, das sehen wir jetzt. Zum 9. Mal lud der renommierte Sattshop 24 ein zum DXer-Treffen nach Tröbitz. Gleichzeitig konnte Rainer Schulz 25-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Der alljährliche Treff der eingefleischten Sattfans gehört längst zu den festen Terminen im Jahr. Und obwohl die Verschmelzung von allen möglichen Multimedia-Diensten zu einem großen Ganzen immer weiter voranschreitet, hat das Suchen und Finden ausgefallener und exotischer Programme auf den zahlreichen Satelliten noch immer seinen ganz besonderen Reiz. Im Mittelpunkt des Interesses standen diesmal unter anderem Programme zum schnellen Vergleichen von LNB-Eigenschaften und die Empfangbarkeit sogenannter Multistreams, zum Beispiel die Fernsehprogramme aus der Ukraine auf Astra 4,8 Grad Ost, welche mit herkömmlichen Satellitenreceivern eigentlich nicht empfangen werden können. Das ist ein IQ-Monitor, da kann man, wenn man LNB analysieren will oder vergleichen will, es wird da grafisch das darstellen und man sieht die Werte und wenn man andere LNB reinmacht, dann kann man grafisch sofort einschätzen, die ist schlechter, die ist besser, je nach Frequenzbereich. Und dann haben wir ja noch, was wir jetzt hatten, das ist der T2MMI Multistream Analyzer. Das kann normalerweise keiner empfangen, aber mit einem PC-Karte und ein spezielles Programm, was ich dort habe, geht das. Da kann man das analysieren, da sind bei Multistream, da sind 10, 8 Programme auf eine Frequenz. Und dann ist noch, gibt es noch 12 Multistreamer, also nochmal 8 Programme. Das ist eine ganz andere Auslastung und das ist die Zuführung fürs terrestrische Fernsehen. Was wir jetzt drin haben, ist für die Ukraine. Und wenn einer die ukrainischen Programme so empfangen will, ne, wenn er die Openbox SX6 macht, die macht den Multistream. Also man kriegt auf dem 4,8 Grad Ost 18 ukrainische Programme frei empfangbar. Der andere Multistream, der TSPO-MI, der geht nicht, der geht nur mit dem PC, wie wir jetzt machen. Das sogenannte DXen, sprich der Versuch, weit entfernte Sender zu empfangen, war einst in der Radio- und Amateurfunkwelt zu Hause. Später wurde dieses auf den Empfang von Fernsehsignalen erweitert. In den 80er Jahren bekam das DXen mit der regulären Aufschaltung von Fernsehprogrammen per Satellit einen neuen Aufschwung. Hauptaugenmerk der DXer bleibt dabei aber. Ja, es soll ja nur gehen. Gucken tut man. Es soll funktionieren und wenn es geht, ist man zufrieden. Auch im kommenden Jahr soll wieder ein DXer-Treffen bei Rainer Schulz und seinem Sattshop 24, in der Szene übrigens besser bekannt unter dem Pseudonym Pony, stattfinden. So, Rudi, du hast hier was auf den Tisch gestellt. Sieht ziemlich neutral, sag ich mal, aus. Ja. Siehst du eine Marke irgendwo? Nix, kein Typ, keine Marke, kein gar nichts. Hinten ein paar Anschlüsse. Ja, hier und steht ein bisschen was. Ja, ein Zettel hingeschmiert. Zettel? From, ich weiß nicht was. A264, ja, gut, das sehe ich auch noch. Ja. Also hat es was mit Fernsehen zu tun, erzähl mal. Definitiv, ja, mit terrestrischem Fernsehen. Wir haben da ja schon gebastelt im Mai, im April, im Mai, DVB-T2. Was geht denn da mittlerweile in München mit diesem Pilotversuch, der auch in Berlin, glaube ich, ja, läuft? Mittlerweile hat sich ein bisschen was geändert. In München im Ensemble sind 4 HD-Programme zu empfangen, also H265. 4? Ja. Ja, Wahnsinn. Die ARD, SWR etc. So ein bisschen was. Und Bibel-TV. Bitte? Und Bibel-TV. Vermissen okay. wir noch. Wird noch wahrscheinlich gespendet dafür. Bis oder Home-Shopping, wie heißt der, 264? Nee. 24. Nein, um Gottes Willen, ja. Muss nicht sein. Aber auf jeden Fall DVB-T2, die ersten Receiver kommen jetzt allmählich auf den Markt. Und hier ist der erste vorab, deswegen auch noch kein Branding, kein Logo, ja, nichts drauf. Sag's doch mal. Von Opticum, also er wird heißen, der Red Lion HD H265, ist allerdings momentan noch nicht auf dem Markt.
Beziehungsweise so, ja, in Kürze wird es soweit sein, dass das Ding offiziell sein wird. Genau, wir berichten dann. Aber wir haben schon die Vorabbox mal dezent getestet. Funktioniert alles. Also die Programme, die Test-Ensemble-Programme waren einwandfrei zu empfangen, ohne Aussetzer. Auch im Langzeitbetrieb über eine Woche gab es da nie Probleme. Also diese Box verspricht sehr, sehr gut zu sein, auch günstig. Wir warten darauf auf den offiziellen Testbericht. Okay. Andere Frage. Ja. Multimedia im eigenen Hause. Du hast dich da ein bisschen kundig gemacht. Da war hier etwas in Otterbrunn sogar. Ja, genau. Quasi bei uns vorm Haus sozusagen. Smart Home mäßig. Auch das ist ja ein Begriff, der jetzt wirklich in aller Munde ist mittlerweile. Alles wird vernetzt. Alles wird gestreamt im Haus. Und ich greife von unterwegs per App auf meine Heizung zu. Tust jetzt, du das? Jetzt im August, September, damit es auch wirklich schön warm ist. Okay. Nee, an sich klappt es ja ganz gut. Oder auch so ein Surround-System, das ich per App steuern kann. Und so, und in einem Showroom hier um die Ecke in Otterbrunn bei München wurde das so ein bisschen demonstriert, wie diese ganzen Komponenten zusammenspielen, auch mit Rauchmeldern, mit Strom, mit eben Surround-Anlagen etc. etc. Und wir waren natürlich dabei und haben uns das angesehen. Komfort und Sicherheit sind zwei der wichtigsten Kriterien, wenn es um die eigenen vier Wände geht. Die Technik wird immer besser und mittlerweile ist weit mehr möglich als die passende Türverriegelung oder ein Rauchmelder. Der Trend geht ganz klar in Richtung Vernetzung. Das Zauberwort heißt Smart Home. Smart Home bedeutet ein sicheres und komfortables Zuhause. Es geht los an der Tür schon mit intelligenter Türsprechstellen, die auf Apps aufgeschalten werden, über Lichtsteuerungen, Videoanlagen, Einbruchmeldeanlagen. Es klappt damit auch, Geräte nicht nur von zu Hause zu steuern, sondern sogar von unterwegs per App. Also jeder Hersteller hat seine eigene App im Prinzip und darüber kann man dann relativ viel realisieren. Und manche lassen sich dann auch untereinander noch mit verknüpfen, dass man zwei, drei Hersteller oder mehr halt in einer App hat von einem Hersteller. Von unterwegs können Sie schauen, wer vor der Tür steht. Sie können Lichter ein- und ausschalten, Sie können Ihre Videoanlage prüfen, ob irgendwelche Eindringlinge sich zu Hause befinden. Sie können auch mit der Alarmanlage schauen, ob die ausgelöst hat, warum hat sie ausgelöst. An sich eine tolle Idee. Aber wie sieht die Praxis aus? Funktioniert das auch wirklich und vor allem zuverlässig? Also mit den Herstellern, wo wir arbeiten, funktioniert es sehr gut. Einmal die Firma Siedle, Türsprechstellen, Digitalstrom, um Lichtsteuerungen und das Haus zu automatisieren. WHD für Multiroom-Systeme und Dolby Surround-Systeme. Dytem Funkalarmanlagen, Telenotalarmanlagen, Rauchmelder auch. Da ist es aber so, die werden nicht über die App gesteuert. Also wenn die mit eingebunden sind in der Alarmanlage, dann kann man natürlich auch sehen, welcher ausgelöst hat und wenn nicht, dann ist man eigentlich eh zu Hause. Wir haben uns das Beispiel Licht bzw. Strom etwas genauer angesehen. Mit dem Smartphone oder Tablet lässt sich bei Digitalstrom so einiges steuern, daheim und unterwegs. Sehr praktisch, wenn man mal das Gefühl hat, ein Gerät beim Außerhausgehen nicht ausgeschaltet zu haben. Für den richtigen Sound im smarten Zuhause sorgt dann zum Beispiel eine ordentliche Surround-Anlage inklusive Subwoofer. Die rhythmischen Klänge von Phil Collins kamen in unserem Test damit bestens zur Geltung. Die Preise für eine umfassende Smart-Home-Ausstattung sind natürlich individuell abhängig vom Haus oder der Wohnung. Bei der Planung hilft der Experte aber gerne mit. Ja, also wenn es ein Bestandsbau ist, dann wird das Haus vor Ort besichtigt, um zu sehen, was überhaupt möchte er haben, was macht Sinn, welche Produkte passen auf den Kunden. Und wenn es ein Neubau ist, ja, dann hat man ja eh die Pläne im Büro liegen. Dann trifft man sich mal im Büro für ein paar Stunden, man spricht alles durch, was möchte der Kunde überhaupt haben, was macht Sinn. Und dann kann man ihm darauf ein gutes Angebot schneidern. Die komplette Technikvernetzung zu Hause. Wie smart Ihr Haus sein soll, das dürfen Sie entscheiden. Viele Ideen und Möglichkeiten sind auf jeden Fall vorhanden. Das war's dann auch schon mit unserer etwas kürzeren, kompakteren Sparausgabe im Sommer. Ich hoffe, Sie gehen noch in Urlaub, genießen Sie Ihren Urlaub, bleiben Sie uns treu, kommen Sie auch schon wieder zurück. Das war's von uns und wenn Sie mehr über uns wissen wollen, was wir so tun, was wir nicht tun, dann besuchen Sie uns doch bitte auf Facebook. Wenn es geht, liken Sie uns auch, da freuen wir uns gar fürchterlich darüber. Rudi, du hast auch noch was zu sagen. Ein Newsletter haben wir noch. Newsletter haben wir auch. Ganz wichtig, den gibt es einmal in der Woche, in der Regel am Freitag. Kostenlos kommt er per E-Mail zu Ihnen ins Haus.
jetzt auch mit neuen SAT-Transponder-News von Norbert Schlammer aus Berlin. Eine Koryphäre. Ja. Ja, aus dem Jahr Null schon dabei. Das stimmt. Ich habe vor kurzem mit ihm telefoniert, mit seiner 3-Meter-Antenne am Dach und 1,80 Meter. Also der ist immer wirklich ganz nah dran an den neuesten Änderungen auf den Transpondern. Und YouTube nicht vergessen, oder? Diese Sendung nachträglich gerne in HD anschauen. Wenn Sie es in HD sehen wollen, dann YouTube. Und Sie kennen ja Airplay bei iOS-Dingern. Können Sie machen, dann haben Sie es ganz groß, ganz schön auf dem Bildschirm. Wenn es sein muss, oder? Wenn es sein muss, ja. Ich meine, Rudi ganz so riesig groß und so. Ich weiß nicht, ob das so. Na, genau. Aber zumindest dich, oder, Dr. Tisch? Nein, wenn die Weiblichkeit wieder da ist. Ja, genau, in der nächsten Ausgabe im Oktober. Dann lohnt sich das auf jeden auch. Fall ja, wieder. Richtig. Alles klar. Gut, danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.